Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Sky. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. So, es ist heute Samstag, also jetzt schon mal zur Info. Heute gibt es einen großen Open-End-Livestream zusammen mit dem lieben Gemba auf www.twitch.tv/gtimetv. Und wir werden unter anderem heute in diesem Open-End-Livestream eine Nintendo Switch mit The Legend of Zelda Breath of the Wild zusammen verlosen. Also das wird heute auf jeden Fall ein Zuschauer abräumen können. Und es wird bestimmt noch den ein oder anderen Preis wahrscheinlich geben, den wir verlosen werden. Also wer Bock hat, kann gerne vorbeischneiden und sich den Stream anschauen. Wichtig ist, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, hättet ihr jetzt die Woche über auf jeden Fall ein wenig aktiv sein müssen bei mir im Stream. So, und wir gucken jetzt mal eben ganz kurz. Jetzt ist schon wieder richtig Unmengen an Eisen sind weg. Das heißt, hier war schon irgendjemand wieder aktiv auf dem Server bei uns, in der Basis hier, und hat sich Eisen rausgenommen. Und ich hoffe, dass derjenige, der das war, auch vielleicht ein bisschen Ressourcen wieder mal reinholt, ja? Nicht, dass ich wieder der Idiot nachher bin, der hier die ganzen Sachen durchlassen darf, ja? Den ganzen Gravel und so. Und die Jungs nehmen sich immer schön fleißig Eisen raus, ja? Also, ich hoffe, dass die das jetzt vernünftig machen, weil ich bin die ganze Zeit dabei, dass wir ordentlich Gravel kriegen und deswegen nehme ich hier immer ziemlich viel Eisen, um diese ganzen Hammer und so herzustellen, denn ich packe die immer in den Autonomous Activator und da müsste schon ordentlich an Gravel drinne sein. Ich schaue mal eben nach, aber ich weiß, dass da eigentlich schon einiges drinne war. Ja, wir haben schon 2300 Gravel wieder, also das ist schon echt eine ordentliche Summe. Je nachdem, werde ich heute im Open-End-Livestream wahrscheinlich Minecraft Sky spielen. Müssen wir mal schauen, wann genau, das weiß ich noch nicht. Aber ein Spiel wird auf jeden Fall vertreten sein, das ist auf jeden Fall Minecraft. Und dabei handelt es sich um Minecraft Legend. Also für die Leute, die keinen Bock drauf haben, die können einfach den Stream dann zur Not auslassen, wenn sie es nicht sehen wollen. Ich werde heute zusammen auf jeden Fall mit dem lieben Gemba Minecraft Legend spielen, denn wir haben jetzt letzte Nacht auf dem Legend-Server das 1.2.0 Update aufgespielt mit den Entdecker-Dungeon und Kev's Klamm. Und wir haben das diesmal extra nicht groß beworben, weil wir uns gedacht haben, okay, es haben einige Zuschauer gesagt, beim letzten Mal, es war doof, dass wir es angekündigt haben und dann wurde es verschoben. Kann ich auch verstehen, weil die Leute holen sich den Zugang und wenn dann ein Update angekündigt wird, ne, dann holen die sich extra wegen der Ankündigung den Zugang und dann ist das Update nachher nicht da, ist auch scheiße. So, wir haben auf jeden Fall das 1.2.0 Update draufgespielt, das ist auf dem Server drauf. Es kam ja auch um 10 Uhr schon ein Video, wo ich extra ein bisschen mal gespielt habe im Update, damit man sich schon mal so ein kleines Bildchen davon machen kann, wie das Update denn so läuft und alles, ne? Es kommen auch schon einige Leute wieder auf dem Server, also man merkt schon, es ist ein Aufschwung wieder da und die Leute haben richtig Bock, denn wir haben ja auch nicht nur die Entdecker-Dungeon und Cat's Klamm neu reingebracht, wir haben die Gold-Drop-Rate in der Farmwelt stark angepasst und auch die Grundstückskosten gesenkt und all so ein Kram. Also es läuft einiges auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Es gibt natürlich immer noch den ein oder anderen Bug. Das lässt sich halt einfach auch nicht vermeiden, das ist einfach so, das gehört dazu. Und jetzt ist die Aufgabe natürlich auch zu gucken, dass wir diese Bugs nebenbei fixen. Aber ich muss an der Stelle direkt mal eine Sache jetzt hier in den Raum werfen. Und zwar, ich werde niemanden von euch empfehlen, auf diesem Server zu spielen, geschweige es nicht empfehlen, ja. Also ich werde keinem mehr irgendwie sagen so, yo, hol dir ruhig den Zugang, brauchst dir keinen Kopf machen oder so. Das Ding ist nämlich, wenn mich jemand fragt, ey Kevin, lohnt sich das, den Zugang zu holen? Ich persönlich habe sehr viel Spaß auf diesem Server. Und wenn ich dann meine persönliche Meinung auf jemanden reflektiere und ihm sage, mir macht das super viel Spaß und so, dann sind die Leute nachher beleidigt, wenn das dann nicht so ist, wie sie sich das erhoffen und machen mich dafür verantwortlich. Und deswegen sage ich ganz einfach fairerweise, oh, das ist fertig, wer den Zugang sich zum Server holen will, der soll das ruhig machen, aber das muss er auf eigene Faust entscheiden. Ich kann euch nur sagen, guckt euch die Videos, die Streams an, zur Not, schreibt mit den Leuten, die auf Legend spielen, ja, im Discord könnt ihr die Leute ja kontaktieren. Oder wenn ihr in den Fraktionschanneln schon seid, könnt ihr mit den Leuten, ja, schreiben. Oder ansonsten auf dem Discord einfach mit den Leuten quatschen. Da könnt ihr euch auch deren Feedback anhören. Also es gibt definitiv noch Bugs. Das würde ich überhaupt auch nicht irgendwie, als ein Geheimnis halten oder so. Aber ich sag mal so, die Bugs belaufen sich auf einen, für mich, wow, ist glaube ich ein Blitz irgendwo eingeschlagen. Auf einen spielerisch, ja, nicht beeinträchtigenden Niveau. So. Also, ich finde, man ist durch die Bugs nicht daran gehindert, vernünftig zu spielen. Und das ist halt einfach das Wichtigste. Warum ist da oben Glowstone? Das weiß ich gerade nicht. Ich gehe mal eben hochgucken. Also, da scheint irgendjemand was gebaut zu haben. Ach, hier hat einer oben einen, hier einen
Ether-Portal gebaut. Ja, wie gesagt halt, also die Bugs sind für mich in einem Umfang, wo ich sagen kann einfach, okay, das sind halt Schönheitsfehler in der Hinsicht. Ja, verschafft euch einfach einen Überblick. Ich möchte niemanden einfach empfehlen und sagen, yo, hol dir den Zugang, du kannst das bedenkenlos spielen, weil es gibt natürlich den einen oder anderen, den irgendeinen Bug bestimmt enorm stören wird. Wir haben so die gröbsten Sachen rausgenommen, wie dass sich Steine oder so nicht stacken lassen haben. Das war ja eine Sache, die echt nervig war, kann ich auch absolut verstehen. Das haben wir zum Beispiel behoben. Jetzt ist auch der Schaden richtig berechnet, das heißt also zum Beispiel so Waffen wie Bögen und so und Schwerter, die werden nicht mehr zusammengerechnet, sodass Bögen den überkranken Damage fahren, ja, das ist auch korrigiert worden. Und dann gibt es halt noch neuen Content, der jetzt reingekommen ist. Und wir sind natürlich unter Hochdruck jetzt schon direkt an den nächsten Update am Arbeiten. Wir wollen natürlich richtig Gas geben und einen geilen Server aufbauen. Aber ich denke, dieses Update hat auf jeden Fall auch bewiesen, was es bringt, wenn wir uns einfach ein bisschen Zeit lassen mit einem Update und das nicht raushauen mit dem Gedanken im Hinterkopf, ja, es muss pünktlich möglichst kommen, ja. Klar ist das Ziel, dass die Updates natürlich pünktlich kommen und ihr regelmäßig Content in regelmäßigen Abständen zu erwarten habt. Aber das bringt halt nichts, wenn man ein Update raushaut und es am Ende komplett fehlerhaft ist. Diesmal haben wir die Fehler wirklich auf ein Minimum eingrenzen können. Wir können halt die Sachen auch nur in unserem Rahmen, oder unserem möglichen Rahmen testen. Und das hat echt eine Menge gebracht. Es sind nicht so fatale Fehler drin, wie zum Beispiel es bei anderen Updates der Fall war. Und das war echt eine richtig, richtig gute Sache und zeigt mir auf jeden Fall, dass es ein Schritt in die richtige Richtung war, ne? Wie gesagt halt, schaut euch zur Not die Videos oder die Livestreams an. Heute werden Gemma und ich sehr lange, denke ich mal, Legend streamen. Und da werdet ihr dann sehen, ob der Server stabil läuft, ob die Updates gut funktionieren, also die Sachen, die reingepatcht wurden, was sie für Bugs beinhalten. Ja, also ich habe bisher eigentlich, weiß gar nicht. Also mir ist bisher kein Bug aufgefallen, aber es haben schon ein paar Spieler mir geschrieben, es gibt wohl kleinere Bugs, aber das sind wohl nicht so schlimme Dinger. Also es sind eher so Schönheitsfehler. Wie gesagt, verschafft euch einfach einen Überblick, bevor ihr jetzt wieder anfangt, euch da irgendwie, weiß ich nicht, Gedanken zu machen, ne? Guckt euch einfach ein Video an oder einen Livestream von mir und dann werdet ihr ja da schon sehen, was los ist. Und wenn ihr euch noch immer unsicher seid, könnt ihr die Leute fragen, die gerade aktiv Legend spielen. Die werden euch natürlich, denke ich mal, auch dann sagen, was sie stört und was nicht. So, und jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Wir haben hier unten überhaupt keinen Bone Meal, ne? Ich wollte eigentlich jetzt eine, einen Kürbis machen, damit ich nämlich diese Melonenscheiben kriege. Die brauchen wir ja für die Terra-Steel-Rüstung. Oh, Entschuldigung, ich musste kurz aufstoßen. So. Und dafür muss ich eigentlich am besten, hier haben wir Bone Meal, genau. Da muss ich den Bone Meal für haben am besten, damit die dann schnell wachsen, die Dinger. Ja, müssen wir auch mal gucken, dass wir das alles hochziehen hier. In Sky bin ich ja momentan bisschen, inaktiver jetzt gewesen. Vor allen Dingen wegen der Aktion, die da jetzt vor kurzem war. Das hat mich echt ein bisschen gestört, aber gut. Ich versuche das Ding jetzt einfach hier durchzuziehen. So, und ich hoffe, dass hier relativ schnell Kürbisse wachsen. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich jetzt anfange, so ein bisschen nebenbei immer im Stream mehr zu spielen, um mir wieder alles aufzuziehen und so. Und dann arbeiten wir ja eh am Dieselgenerator. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz schauen. Terra mit zwei R, ne? Ja. Genau, wir brauchen die Schuhe und die Rüstung. Die Schuhe brauche ich die Rune of Winter. Da brauche ich eine Rune of Water und eine Rune of Earth. Müsste ich eigentlich alles haben. Dann brauchen wir zwei Schneeblöcke, Wolleblöcke. Ja, das muss ich alles wieder zusammensammeln. Das ist halt so diese nervige Sache, ne, die ich halt meine. Da hatte ich nämlich keinen Bock drauf, diesen ganzen Kram wieder mir hier überall zusammenzusuchen und dann wieder alles zu craften. Das ist so nervig, ne? Aber gut, da müssen wir jetzt einmal durch, dann haben wir es auch. Ich muss gleich auf jeden Fall mal schauen, wie ich den Kuchen nochmal backe. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Zucker, Milch, Ei, das weiß ich. Eier müssten wir irgendwo auch hier rumfliegen haben, das weiß ich, weil wir hatten überall Hühner und so ein Kram immer gehabt. Und die haben auf jeden Fall immer Eier gedroppt. Ich weiß, dass sie die in die Kisten immer geräumt haben. Genau, ich gehe mal oben auf meine Insel, ich gucke mal, ob ich die Rune of Water und sowas habe. Und ja, wie gesagt halt, also heute Open-End-Livestream, wir werden die verschiedensten Spiele zocken. Also es wird natürlich nicht nur Minecraft Legend geben oder Minecraft Sky. Wir werden auch unter anderem Horizon Zero Dawn spielen. Es wird wahrscheinlich Zelda mit von der Partie sein. Dann werden wir bestimmt so Sachen wie Overwatch oder For Honor spielen. Also wir haben so viele Spiele hier. Gemba möchte auch gerne auf der PlayStation zwei Spiele zocken. Moment. Und die sind noch frisch verpackt. Einmal God Eater 2. Das wollte er gerne mal testen, dass wir das mal eine Runde zocken. Und dann haben wir noch hier Digimon World Next Order.
Das soll wohl ziemlich cool sein, sagte Gemba. Das ist wohl von Digimon World, damals auf der PlayStation 1. Vielleicht kennt das der eine oder andere noch. Da hatte man am Anfang so ein Trainingslager, da konnte man sein Digimon dann trainieren und das musste regelmäßig kacken und so ein Kram. Und dann konnten die sich irgendwie entwickeln und so. Auf jeden Fall, das wollte er gerne zocken. Das habe ich auch hier rumliegen. Für die PlayStation 4 beides. Und ja, wie gesagt halt, also wir haben mehr als genügend Content für heute für einen Livestream. Wie lange er geht, kann ich nicht sagen, ist Open End. Das heißt, wir werden entweder relativ früh aufhören oder relativ spät. Aber so wie man das meistens kennt, machen wir ja im Schnitt so unsere 12 Stunden immer. Die machen wir eigentlich fast immer im Schnitt. So, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz schauen, wo hatte ich denn die ganzen Runen eingeräumt? Die waren in irgendeiner der Kisten hier, da bin ich mir super, super sicher, dass ich die hier eingeräumt hatte. Ja, hier. Oh, wir haben sogar eine Rune of Water noch. Ja, wir haben sogar zwei Rune of Earth. Ja, ich kann das super geil alles craften beim nächsten Mal. Das ist kein Thema. Denn nächstes Mal ist das Stichwort. Nächstes Mal werden wir den ganzen Kram dann fertig machen. Weil für die Rune of Winter brauche ich nämlich eine Water und eine Earth. Genau. Und hierfür brauche ich eine Rune of Summer. Da brauche ich eine Earth und eine Air. Habe ich alles. Sehr schön, da kann ich die Rüstung schon mal in der nächsten Folge wieder komplett fertig machen. Da muss ich die nur noch quasi verzaubern. Das werde ich in einem Livestream machen, die EP dafür zu farmen. Und dann bin ich wieder auf dem Stand wie vorher. Und dann können wir endlich uns dem Biodiesel-Generator stark widmen. Genau, da wollte ich eh mal ganz kurz hier vorbeischauen, wie es da hinten aussieht. Je nachdem werde ich mal den Gravel heute auch durchlassen alles. Müssen wir mal schauen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Stil. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch noch ein bisschen Coal Coke. Sehr schön, das nehmen wir mal eben raus hier, diesen komischen Dreck. Den müssen wir auch mal alles in eine Kiste sortieren, weil damit kann man irgendwas anfangen, haben mir die Leute schon gesagt. Was sogar sehr wertvoll ist, müssen wir mal schauen. Dass wir das auf jeden Fall machen und ich hau jetzt erstmal den Stahl hier rein. Ja, wir haben schon mittlerweile fast 200 Stahlbarren, also das ist schon mal nicht schlecht. Damit können wir auf jeden Fall schon mal ordentlich was craften für den Biodieselgenerator, dass wir den auf jeden Fall so langsam aber sicher dann auch ans Laufen bekommen. Ja gut, dann würde ich sagen, da ich jetzt eh nicht mehr viel heute in der Folge machen kann, ihr wisst den aktuellen Stand, ihr wisst, was heute abgeht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn er vorbeischaut. Wie gesagt, heute ist eine Switch-Verlosung, aber ich kann nur direkt schon mal sagen, den Leuten, die nicht so aktiv die Streams verfolgen, ihr werdet sehr wenig Chancen haben, diese Switch zu gewinnen, denn das ist ein Preis für die Zuschauer, die wirklich aktiv meinen Stream immer verfolgen und mich unterstützen, egal bei was ich ja am Spielen bin, ob es Zelda ist, ob es Minecraft ist, ob es CrossCode jetzt letztens war. Für solche Leute sollen diese Preise sein und sowas wird es halt in Zukunft öfter geben. Und ja, ich setze ja eh sowieso auf eine Stammzuschauerschaft. Von daher, wie gesagt, wer Bock hat, kann natürlich gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht nachher im Livestream oder im nächsten Part von Minecraft Sky. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung und einen netten Kommentar da. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt und keine Folge in Zukunft mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich drüber nachdenken, auch ein Abo dazulassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüss.